Willkommen zu Frequent Traveler TV. Gerade noch auf den Ton geschaut, alles wieder hier eingestöpselt, alles läuft. Themen, die ich für euch frisch gepresst habe heute, sind unter anderem Lufthansa. Die haben ihre Jahreshauptversammlung, da ist ein Thema besonders besprochen worden. Gehen morgen wahrscheinlich auf noch weitere Themen von der Jahreshauptversammlung ein. Dann Emirates macht Retrofit, das heißt also auch die alten 380er und 777 bekommen die neuen Kabinen von Emirates, also auch da eine Riesenaktion und das ist eine dreistellige Zahl an Flugzeugen. Dann das China-Visum für 15 Tage ist verlängert worden, also quasi visafrei nach China ist verlängert worden bis Ende 2025. Wir haben dann ein Thema Exit Row, irgendwie Leute meiden die Exit Row immer mehr, da müssen wir drüber sprechen. Dann haben wir zwei Themen, die auch lustig waren. In Anführungsstrichen, ein Flugzeug hat umgedreht, weil ein Passagier die Flugbegleiterin oder den Flugbegleiter Kellner genannt hat, im Englischen Waiter. Und unglaublich. Und dann findet jemand einer anderen Geschichte seinen Platz besetzt von einer Familie. Und die Flugbegleiterin sagt, nee, du geh mal, obwohl das auf deiner Bordkarte steht. Also da müssen wir auch nochmal drüber diskutieren. Und wir haben Lufthansa, die machen weitere Zugeständnisse bei der ITA, weil sie wollen unbedingt die Bude haben. Also das ist wohl so, dass da was passiert. Carsten S. aus M. hat da heute was zugesagt. Und ich habe alle Themen, glaube ich, abgearbeitet. Ihr seid jetzt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und euch zu freuen, dass ich heute zwei Sendungen gemacht habe. Ja, ich weiß, ich werde morgen die Sendung nachholen mit meinem Mittwoch, aber es muss halt leider hinten anstehen. Ich habe gleich noch ein Webinar, es ist schon 20 nach 6, also 20 nach 5 deutscher Zeit. Ihr seht, alles auf Kante genäht, dass das hochgeladen werden kann. Das erste Thema ist die Lufthansa-Jahreshauptversammlung und die JHV hat dort auch einige interessante Sachen gebracht. Und zwar muss man sich da mal angucken, was der Aufsichtsratschef Clay gesagt hat. Er hat gesagt, dass die, heißt er Clay? Clay, ne? Clay, K-L-E-Y, Clay, also Clay, egal wie. Er sagte, dass die Streiks maßlos waren. Und das ist halt so, dass man bei der Lufthansa in der Pandemie ja gezeigt hat, dass man im Prinzip Sozialpartner ist. Und jetzt wäre das in Gefahr. Und jetzt sagt er in seinem Statement, das Unternehmen sind wir alle, daher sollte man um Lösungen ringen, aber nicht gegeneinander kämpfen. Und da muss man natürlich dann so ein bisschen mal sich die Geschichte etwas genauer aufdröseln. Auch die Verluste, die man hat, sind 350 Millionen im ersten Quartal und rund 100 Millionen im zweiten Quartal. Klar, das ist richtig viel Knete. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass man das Bodenpersonal, das Kabinenpersonal auch bis zu über alle Maße ja, geärgert und gereizt hat. Und ich sage mal so, Lufthansa hat ja auch nicht unbedingt die Leute während der Pandemie weiter beschäftigt und war eine Sozialunternehmung, wie sie jetzt tun. Ne? Sagen wir doch einfach mal als Passagiere, da war es doch so, dass wir quasi bekniet worden sind, mit Lufthansa zu fliegen. Doppelte Horn-Circle-Meilen, doppelte andere Meilen. Also das heißt, im Prinzip hat man uns ja alles hinterhergeworfen, nur damit wir wirklich fliegen. Und jetzt ist es so, dass meine Mutter geflogen ist aus den USA und da ist in der Business Class das Entertainment-System nicht gegangen. Und ich kann euch das mal zitieren. Da gibt die Lufthansa meiner Mutter jetzt lustigerweise 57,97 € pro Person Erstattung. 57,97 € für zwei Personen, also pro Person. Sind die nicht ganz dicht, oder was? Also daran sieht man, dass die auf der einen Seite erklären, wie alles so schlimm ist und auf der anderen Seite, wie Gold Lufthansa doch ist und eigentlich alles lala. Aber auf der anderen Seite ist Lufthansa einfach leider, die haben den Zeichen der Zeit nicht verstanden. Und das ist halt das Problem. Es gab da auch Diskussionen, ich hatte die auch mit jemandem auf WhatsApp über diese Geschichte mit Lufthansa, dass sie ihre Kunden halt nicht ernst und wahrnehmen. Und wenn man auch die Kommentare liest darunter, unter den Beiträgen, dann ist es halt auch wirklich so, dass die Sozialpartnerschaft vielleicht dann auch angefangen hätte, wenn man die Boni vielleicht vom Vorstand reduziert hätte. Und auch, wir erinnern uns an die Auszahlung, war das nicht 2025, dass man dann das auszahlen wollte, was man aus den anderen Jahren nicht bekommen hat? Also
sehr merkwürdig alles, was Lufthansa da meint, was der oder Vorstand, muss man ja sagen, da meint, was da wirklich sozialpartnerschaftlich ist. Auch die Thematik, dass man das Bodenpersonal alleine gelassen hat in der Pandemie mit Flügen und so weiter und mit den verärgerten Kunden. Also da wirklich von Sozialpartnerschaft zu sprechen und sich da dann zu beheulen, dass die 350 Millionen bis 100 Millionen, also 450 Millionen, viel Geld, keine Frage, da verbrannt worden sind, weil die Leute gestreikt haben. Aber ihr könnt euch, kommentiert ihr, ich möchte nicht meinen Tag versauen und ich möchte nicht da jetzt weiter ins Detail gehen. Also ich bin einfach nur fassungslos darüber. Und genauso fassungslos bin ich auch darüber, wie jemand mir gesagt hat, ja, er hat das auch von Austrian gehört, dass die weiße Maschine weiß ist, weil man halt die nicht rot lackieren wollte, also die Austrian drauf lackieren wollte, weil man das als Druckmittel genommen hat, falls man sich in Österreich nicht einigt. Gut, man kann jetzt darüber sprechen, ob die Einigung, ob das, was die gefordert haben, richtig war oder nicht und so weiter und so fort. Aber daran sieht man ja auch, dass Lufthansa nicht unbedingt nicht selber mit harten Bandagen kämpft. Und interessanterweise erklärt einem die Lufthansa ja auch, wie pleite man ist. Nur wenn dann auf einmal alles bezahlt ist, dann sagt man, wie geil alles läuft. Also insofern, wir erinnern uns, Lufthansa gibt uns deine Liebe, denn Liebe ist keine Einbahnstraße. Ne? Also das ist halt das Thema. Also ich bin mal gespannt, was da passiert und ob man vielleicht beim Vorstand eventuell die Gehälter auch als soziale Wohltat auch einfach mal anpasst nach unten oder so. Ich weiß es nicht. Ihr könnt ja da mal schreiben, was ihr davon haltet. Ich persönlich bin es fast schon leid, über die ITA-Übernahme zu reden, weil es wirklich ein Drama in verschiedenen Akten ist. Und das ist ja auch so eine das ist eher fast so ein Ringkampf oder sowas. Ne? Dann ist einer mal oben, der andere ist mal unten und so weiter und so fort. Und die EU ist da jetzt wirklich dabei und möchte das Ding eintüten. Und im ersten Schritt will die Lufthansa halt wirklich die 41% haben für 325 Millionen Euro, die dann ins Eigenkapital gehen. Wichtig an dieser Stelle ist, dass Lufthansa Folgendes gesagt hat bei virtuellen Hauptversammlung des Konzerns. Jetzt kommen wir also in eine ganz entscheidende Phase. Wir sind da sehr im konstruktiven Dialog gewesen und die EU-Kommission die letzten Wochen und Monate. Also, und dann sagt er, der Gast von und nach Italien profitiert, weil er mehr Auswahl bekommt. Und die Mitarbeiter der italienischen Fluggesellschaft sind zudem nach der Umwandlung von Alitalia in ITA sehr gelitten und hätten eine Zukunft verdient. Originalzitat, Zukunft verdient. Carsten S. aus M. sagt das. Und dann geht das Fazit von ihm, von Carsten S. aus M. Also ich sehe nicht, wer gegen diese Transaktion etwas haben sollte. Ich lasse das einfach mal sacken bei euch. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr da habt. Und auch hier wieder ist es wirklich so, Italien ist einer der wichtigsten Märkte für Lufthansa, ist der zweitwichtigste, glaube ich. Und ich kann das nachvollziehen, dass man das haben will. Aber vielleicht ist es irgendwann mal gut, dass man sagt, schön, man hätte das jetzt gern gehabt, aber man möchte es natürlich auch vor den, dass die Franzosen das nicht bekommen, beziehungsweise die Niederländer mit Air France KLM und so weiter. Klare Geschichte, kann ich verstehen. Aber die Frage ist halt, ob irgendwann der Deal nicht zu schlecht wird, dass man da was macht. Aber ich bin mal gespannt, wie das wirklich ausgeht. Und was das Einzige ist, was schade ist, ist natürlich, wenn ITA, Alitalia, wie sie heißen, euroweit werden und dann vielleicht wieder Alitalia kriegen. Alitalia war ja auch, glaube ich, euroweit. Ne? Ja, ich weiß, die waren euroweit. Also nur, damit ihr es nicht denkt, dass ich das nicht gewusst hätte. Also insofern, da in Domini Patre und so weiter. Ne? Obi et Obi. Der Papst sollte sprechen. Ihr könnt auch sprechen und ihr kommentiert und ich werde da dann schreiben, was ich dazu denke. Jawohl. Jetzt haben wir das Thema Visum nach China. Und zwar ist es so, dass letztes Jahr im Dezember hat man gesagt, man hat für 11 europäische Länder, aber auch für Malaysia und 15 Tage Visum on Arrival gemacht. Das heißt also, man konnte einfach hin. Und es startete am 1. Dezember und man hat natürlich das Ganze relativ cool gemacht. Heißt also, dass man dann mit dem
Ticket, mit dem Ticket, sag ich schon, mit dem Pass einfach einfliegen konnte. Und jetzt ist das Announcement folgendermaßen. Während er Frankreich besucht hat, der Kollege Xi. China wird weitermachen mit diesen French Farm to Chinese Dining Table. Das heißt also, dass man die ganze Geschichte weitermachen möchte. Heißt also auch mit den Käse aus Frankreich. Ja, genau, die kriegen auch Käse aus Frankreich. Und Visa und China hat entschieden, dass man die Visa-Ausnahmeregelung um weitere Monate verlängert bis Ende 2025. Und das soll mehr boosten, das People-to-People-Exchange. Also insofern eine gute Sache. Länder sind Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Irland, Italien, Luxemburg, Malaysia, Niederlande, Spanien, Schweiz und Malaysia. Und ich bin mal gespannt, wie das ist. Eventuell wäre es für mich auch jetzt eine gute Idee, mal China wieder zu besuchen, nach Shanghai zu gehen und so weiter. Das ist eine relativ coole Geschichte. Und ich denke mal, dass das natürlich auch... Thailand hat übrigens auch dasselbe Privileg, fällt mir gerade ein. Ihr könnt ja schreiben, ob ihr das Ganze benutzt habt und ob ihr da was macht. Und ich denke mal, da gibt es genug Hotels, wo man Runs machen kann. Denn Hyatt hat da tonnenweise Hotels. Da gibt es auch eine Kette in, wenn man da die Brand Journey machen möchte, dass man da halt wirklich alle Marken durch hat. Ich muss auch nochmal nach Mexiko. Und damit kann man dann auch gucken, weil die ganzen Hotels sind ja dreimal billiger als in Europa. Teilweise, ja. Also da ist viel möglich und ich bin mal gespannt. Man hat natürlich ein bisschen Einschränkungen, aber dafür hat man ja VPN. Ne? Ich mache ja mein eigenes VPN auf. Und einige Hotels haben eh ein eigenes VPN, also das heißt, dass die da ungedrosselt sind. Ich bin mal gespannt. Wenn jemand nach China möchte, sagt Bescheid. So, jetzt gibt es eine Geschichte, also ich muss da ehrlicherweise so ein bisschen grinsen. Also einmal muss ich grinsen, weil hier, ihr kriegt das Foto selber, ich weiß, ihr könnt jetzt das alles auf euch wirken lassen. Das ist ein Delta-Flugzeug, die Dame mit dem Metall im Gesicht hat sich darüber beschwert, dass sie einen Fensterplatz gekauft hat. Und sie hat halt jetzt auf die harte Art gelernt, dass nicht alles, was wie Fensterplatz aussieht, auch ein Fensterplatz ist. Und ja, sie schreibt, und das sollte man dann wörtlich nehmen, ich war excited, also ich war sehr aufgeregt, ich war freudig erregt, dass ich das Flugzeug boarden konnte und ich wusste, ich habe Sitzplatz 12A. Fensterplatz. Dann ist ihr das Lachen vergangen und ich kann euch nochmal das Bild geben, damit ihr das nochmal seht. Das Lachen vergangen, als ich näher zu meinem Sitz kam und durch die Reihen ging. Meine Enttäuschung war unmessbar und mein Tag war ruiniert. Das sieht man am Gesicht. Und wie andere Kommentatoren auch geschrieben haben, das Gesicht, das sieht aus wie 7 Tage Regen. Das ist halt alles nicht so schön, aber ja, ich denke mal, dass man dort natürlich sagen muss, hättest du mal geguckt. Wenn ihr jetzt sagt, bei Delta ist das auf der Seite gesagt, nein, Delta sagt es nicht. Ryanair sagt es, weil da gab es ja auch einige Dinge, andere Fluggesellschaften sagen es. Man kann jetzt natürlich sagen, man sollte bei SeatGuru gucken, aber SeatGuru ist auch nicht immer upgedatet. Also insofern ist das tough luck. Aber was da auch wichtig ist, ist natürlich, ich bin mal gespannt, wie ihr das Ganze seht. Ich würde von euch einfach mal wissen, ob ihr so etwas schon mal hattet, dass ihr euch auf den Sitzplatz gefreut habt und der war dann gar nicht so, wie ihr euch das vorgestellt habt. Heißt also kein Fenster. Ich würde mich da auf eure Kommentare freuen und wir sollten darauf mal eingehen. Ich schiebe euch ein Thema durch, bevor wir das nächste Passagierthema haben. Und zwar, das ist das Thema Emirates Airlines. Das ist auch eine coole Geschichte, denn bei Emirates geht es Vollgas los. Und zwar, die wollen alle 380er, oder was heißt nicht alle, aber die älteren 380er und die 777 erneuern, Retrofit machen. Und das Projekt war ja 2021 schon
gesagt worden, genannt worden. Und das Ganze wird dann auch mit der Premium-Kabine ausgestattet. Und wenn man das sieht hier, das ist ein Bild aus der Wartung in Dubai. Und man sieht, dass die alles selber machen möchten. Und das Projekt wird auch intern mit dem Codenamen Phoenix benannt. Heißt also, man hat es im November 2022 gestartet und soll bis Mai 2025 auslaufen. 67 A380er, 53 777, die damit erneuert werden. Also mit der First Class, Business Class, aber auch Premium Economy und Economy Class. Und ganz wichtig ist, dass die Emirates 777 werden die drei 332 Sitze haben. Heißt also 8 First Class Suiten bis oben geschlossen. Dann gibt es 40 Business-Class-Sitze, 260 Economy-Class-Sitze und dann gibt es natürlich Premium-Economy und 50 Economy-Class-Sitze. Interessant an der Geschichte ist halt wirklich auch, dass man der Ehrlichkeit halber sagen muss, ja, die Business-Class ist 232. Ist also nicht so state-of-the-art. Ich bin mal gespannt, was da passiert, ob die da das machen. Und wie findet ihr das Thema, dass man das bei Emirates angeht, dass sie das machen und dass die da halt wirklich Vollgas geben und da auch das Retrofit machen und vor allem alles in-house machen in Dubai. Die Firmen, die daran beteiligt sind, ich glaube 6 Stück waren es, wo habe ich es gelesen? ...250 Leute im Engineering Center, die das machen, 31 Partner. Und jetzt muss ich mich korrigieren, weil ich gerade natürlich komplett Banane war. Natürlich werden diese 232er rausgerechnet, also wird 121er Sitze sein, also State of the Art. Sorry, sorry, sorry. Aber Gott sei Dank habe ich es gemerkt. Oh mein Gott, was wäre hier wieder los gewesen. Also ihr könnt kommentieren, was ihr davon haltet und was ihr dazu denkt. Und das kommt davon, wenn man die Sendung schnell machen will, weil man andere Termine gleich noch hat. Also, kommentiert schön. Dann haben wir noch das Thema Flugbegleiterin, Cloud, Passagier, Sitzplatz. Das ist natürlich ein bisschen reißerisch und ist Clickbait, gebe ich zu. Aber was passiert ist Folgendes. Ein United Airline Passagier wurde aus seinem Sitzplatz raus katapultiert, kicked out, wie es im Englischen heißt. Aber er ist nur zu seinem Sitzplatz gekommen. Und da saß schon jemand, eine Familie. Und daraufhin sagte, dass die Dame, die auf dem Sitzplatz saß, dann von der Crew dann unterstützt worden ist. Und das Spannende an der Geschichte ist, sie sagte Folgendes, haltet euch fest, und zwar Zitat. Oh, da war eine Familie, die durch den Familien, also die mit dem Familien-Preboarding geboardet hat. Und sie passt ja auch viel besser sinngemäß auf den Sitz als du. Die Familie muss zusammensitzen. So, und es handelt sich dabei nicht immer um Kinder, sondern Pretense. Also das heißt irgendwie so Teenager. Irgendwas in dieser Art und Weise. Und also ich bin da mal gespannt, warum die Fluggesellschaften da einfach nicht die Familien zusammen sitzen lassen, damit so etwas nicht passiert. In Amerika ist es ja eh so. Aber es war halt einfach so, dass das Preteens waren. Und das sind halt keine kleinen Kinder. Und das andere Thema ist, man kann ja höflich fragen, zum Beispiel. Und ich glaube, ich wäre da auch etwas unentspannt gewesen. Und dann ist es so, dass gerade beim Preboarding, wie ist da die Altersgrenze? Waren das nicht Kleinkinder oder so, dass man vorher, also nicht so Teenager? Und die, was man machen kann, ist, man kann natürlich sagen, ich kann einen Kapitän verlangen, ich möchte einen Purser sprechen und so weiter und so fort. Aber das hast du natürlich ein Problem, dass du direkt als Unruly gelst. Und wenn du als Unruly gelst, hast du natürlich ein echtes Thema. Dann können die sich sogar ausladen. Und das ist natürlich das, was man auch nicht machen will. Dann kann man so etwas natürlich filmen und auf YouTube bringen oder so. Ist natürlich auch doof, weil das auch irgendwie so aggressiv rüberkommt und auch einen Ausladen nach sich zieht. Also egal, was du tust, du hast da eine Lose-Lose-Situation und das ist halt wirklich nicht in Ordnung. Und ich persönlich finde das, gerade wenn der Sitzplatz, ich weiß nicht, ob es in dem Fall der Fall war, bezahlt worden ist oder wie es auch ist. Und ich sitze persönlich selber immer lieber am Gang, weil es halt einfach für meine Beine angenehmer ist mit meinen Kniescheiben, dass ich nicht permanent da gegen den Sitz gedrückt habe. Und deshalb ist es halt wirklich so, dass man da halt schauen muss. Wichtig ist an dieser Stelle, dass man da natürlich gucken muss, dass man den Leuten auch in irgendeiner Art und Weise
dort entgegenkommt und sagt, hey, ich bin happy, aber hast du vielleicht einen schönen Sitzplatz? Höflich bleiben. Weil wer in so einem Fall dann etwas unentspannt bleibt, und ich muss dann ehrlicherweise sagen, ich wüsste nicht, wie ich reagiert habe. Ihr könnt ja schreiben, wie ihr reagiert hättet. Ich habe gerade übrigens eine Nachricht bekommen und ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, von wem. Dann ist es so, dass der Lufthansa will nach massiven Streik unter erneuter Führung mit dem Teamgeist ihre oft genervten Kunden künftig besser bedienen. Chaos und Serviceabläufe waren ein wichtiges Thema auf der Hauptversammlung. Sie mahnten sie, die beiden großen Fondsgesellschaften DWS und DK Investment, das Service-Chaos schade der Airline. Das ist richtig. Der Kollege, der mir das geschickt hat, sagt, er hat sehr viel Negatives erlebt bei Lufthansa. Also ihr seht, da kommt nochmal ein Nachschlag. Und ihr seht, die Lufthansa-Aktie, ups, da muss ich das Kabel nehmen, da seht ihr, wir geben keine Aktientipps, ups, da die Hand runter. Ihr seht die Aktie hoch und dann runter geschossen. Also ihr könnt da schauen, was ihr davon haltet und was ihr dazu denkt. Habe ich sonst noch was zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Wichtig. Jetzt haben wir als vorletztes Thema nochmal etwas von American Airlines. Und zwar von American Airlines. Die leiten einen Flug um, weil ein Passagier einen Flugbegleiter Kellner genannt hat. Der Flug ging von New York nach Georgetown, Guyana. Das war der Flug 2557. Man ist eine Stunde geflogen, eine Stunde wieder zurückgeflogen. Und zwar war es so, ist das jetzt so, also Kellner, wenn jemand sagt Kellner, also jetzt mal, jetzt lassen wir mal überlegen, wenn ich da so sitze und ich mache eine Dienstleistung für euch, der sagt, ich bin Kellner. Ja gut, hey, Peng, Kellner ist ein ehrbarer Beruf, ist nicht ehrabschneidend, würde ich jetzt kein Problem sehen. Dann das nächste ist, wenn man hört, was da steht, Safety and security are our top priorities. We thank our customers for their understanding and our team members for the professionalism in handling a difficult situation. Was war daran difficult? Und jetzt die andere Sache ist, jetzt lass uns mal davon ausgehen, dass das zum Beispiel jemand ist, der kein Muttersprachler ist, Englisch. Und er sagt Waiter. Missverständnis. Wie oft habe ich schon was bestimmt auf Englisch gesagt, wo die Leute gedacht haben, nicht nur, dass das dinglich ist, sondern vielleicht auch unhöflich oder sonst was. Mir fällt das zum Beispiel auf, wenn ich mit Leuten Englisch spreche, die zum Beispiel aus Russland kommen. Die haben eine relativ harte Ausdrucksweise. Aber die meinen das nicht so. So, und da muss man doch ein bisschen Resilienz haben und muss ein bisschen klar beim Verstand sein. Und dann den Passagier von der Polizei begrüßen zu lassen, also das kann ich mir alles nicht vorstellen, dass das normal ist. Und man hat dann 10.000 Punkte den Passagieren als Kompensation gegeben. Ja, meine Mutter hat nur 57 irgendwas gekriegt, ich sag's nochmal dazu. Also deshalb, das Ganze macht für mich keinen Sinn. Wer jetzt sagt, ja, das ist alles nicht passiert, dem kann ich auf FlightAware das Ganze zeigen. Und zwar hier, da haben wir's. Ich gebe euch das jetzt auf die Augen. Zack, da haben wir's. Und da seht ihr erst das Wieser-Flug, und zwar war das auf dem Flug, ich weiß gar nicht, wo sehe ich das Datum jetzt, aber ihr seht selber, wann das war, mit dem Flug, so sehe das aus. Und wenn man jetzt das Datum sich raussucht, war das jetzt das letzte? 6. Mai, nein, das war, das war das falsche Datum, wo das Ganze passiert ist. Und zwar, das Ganze ist passiert am, ich suche es gerade für euch, damit ihr es wisst. Und zwar, ich hatte doch eben schön den Link gefunden. Mann. Egal, aber daran seht ihr, wie weit der Flug ist. Und dass das nicht unbedingt ein Muttersprachler ist. Wie es aussieht, wenn der Flug normal stattgefunden hätte. Ich habe das Datum gar nicht gerade gefunden. Ich hatte mal geguckt. Aber auf jeden Fall, da könnt ihr nochmal selber schauen, selber suchen, ob so etwas nötig ist. Und da könnt ihr dann unten kommentieren, ob das alles okay ist oder nicht. Also da bin ich mal gespannt auf eure Kommentare und auf eure Gedanken.
Also schreib was dazu. Das letzte Thema, was wir jetzt haben, das ist das Thema Exit Row. Bei dem Thema Exit Row ist es so, dass die Exit Row ja eigentlich mein natürliches Habitat ist. Aber irgendwie ist das mir aufgefallen, dass bei den Fluggesellschaften, bei den Flugbegleitern, wenn ich mich mit denen unterhalte, dass die Exit Row von den Kunden nicht mehr angenommen wird. Die Kunden mögen die Exit Row nicht mehr. Und man muss ganz ehrlich sagen, dass die Exit Row auch bei einigen Fluggesellschaften besetzt sein müssen. Bei Finnair zum Beispiel muss sie besetzt sein. Und dass es schwierig ist, da Leute zu finden. Also ich hatte da letztens mitgekriegt, was es für Diskussionen gab, um da die 4 Sitzplätze zu kriegen. Und die Passagiere meiden die Plätze, vielleicht auch nach dem Boeing-Ding. Vielleicht aber auch, weil sie wissen, dass das Fenster halt kein Fenster ist. Ne? Kleiner Hinweis. Also insofern, da bin ich mal gespannt, was da euer Thema ist und euer Take ist, wie ihr dazu steht. Ihr könnt ja mal dazu was schreiben. Und zwar ist es so, dass man diese jetzt feststellt, dass sie gemieden werden. Und deshalb meine Frage, meinet ihr die Exit Row? Und was haltet ihr von den Vorfällen mit den Flugbegleitern? Heißt also da einfach, wenn man Kellner genannt wird, umzudrehen, was ja komplett Banane ist. Oder aber auch den Sitzplatz weggenommen zu kriegen. Und das ist dann alles so in Ordnung und tippitoppi. Also da bin ich mal gespannt, was ihr dazu denkt und was ihr davon haltet. Also kommentiert unten rege. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen. Ich muss mich fertig machen. Ich habe eine Stunde 17 mein Webinar. Muss das hier jetzt noch schnell kompilieren und alles machen und tun. Also danke, dass ihr da wart. Denkt daran, den Kanal und so weiter unterstützen. Und nochmal danke für alles und Stammtische. Also bis dann, abspannen. Ciao, ciao. Thank you.